Sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zunächst herzlichen Dank an Herrn Minister Gaag und an die mittleren Mitarbeiter des Ministeriums für die Erstellung des Berichts über Hospiz- und Palliativsituation in Schleswig-Holstein. Und in Deutschland ist es eher so, dass man generell eher ungern über den Tod redet und deswegen die Palliativmedizin selten eine breite Debatte in der Gesellschaft bekommt. Und häufig wird die palliative Arbeit verkürzt nur als Sterbebegleitung verstanden. Dabei ist sie viel mehr als das. Sie ist vielmehr eine Medizin des Lebens, denn Palliativmedizin hat das Ziel, die Schmerzen und Einschränkungen einer unheilbaren Erkrankung zu lindern und somit mehr schöne Tage erleben zu machen. Und Hospize sind ganz besondere Orte mit hohem Engagement, hoher Empathie und hoher Kompetenz. Und für Familien und Freunde ist es gut zu wissen, dass sich um die Liebsten gekümmert wird, dass alles getan wird, um ihnen die Schmerzen zu nehmen und die letzten Wünsche zu erfüllen. Und wenn man selber hilflos ist, mit der eigenen Trauer überfordert, da tut es wirklich gut zu wissen, wenn der Angehörige professionell und liebevoll umsorgt wird. Und dafür vielen lieben Dank an diese Arbeit. Es ist eine Erleichterung in einer sonst schweren, traurigen Zeit. Und gute Pflege führt häufig dazu, dass Menschen länger leben und es ihnen über eine gewisse Zeit auch wieder besser gehen kann. Sie erleben das, was Palliativmedizin erreichen will: Leben statt Leiden. Um eine solche Betreuung zu gewährleisten, brauchen wir aber auch eine gut ausgebaute und vor allem auch flächendeckende Versorgung mit Hospiz- und Palliativangeboten. Und nicht nur im Sinne einer stationären und ambulanten Versorgung, sondern auch von mobilen Angeboten. Die derzeit 83 in Schleswig-Holstein zum Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Plätze in stationären Einrichtungen reichen dafür nicht aus. Kürzlich sind aber in Gettorf 10 Plätze hinzugekommen und Norderstedt wird morgen, also eigentlich an dem eigentlichen Tag, wo wir darüber sprechen, morgen eröffnet und weitere 14 Plätze sozusagen folgen. Itzehoe und Schleswig sind im Bau und im nördlichen Ostholstein, wo noch ein weißer Fleck ist, hat sich gerade ein Förderverein gegründet, um entsprechend auch bald mit einem Bau beginnen zu können. Und auch der VPHSH geht davon aus, dass wir voraussichtlich Ende 2024 die Ziele der Bertelsmann-Studie erreichen werden. Und das ist ein sehr, sehr gutes Signal. Und viele Fortschritte hat es in den vergangenen Jahren gegeben. Es wurde auch gerade angesprochen, dass vieles von der Küstenkoalition fortgeführt wird und von uns noch bestmöglich verbessert wird. Neue Formen der Zusammenarbeit von ambulanter und stationärer Begleitung, der ehrenamtlichen professionellen Kooperation wurden erprobt und etabliert. Die Koordinierungsstelle hat erfolgreich ihren Dienst aufgenommen und ich soll auch ganz ausdrücklich von der Koordinierungsstelle Dank aussprechen für die neuen Räumlichkeiten, die sie haben und nunmehr arbeiten können, die sie auch unter Corona-Bedingungen dazu die Möglichkeit hatten, weiter ihre Arbeit zu begehen. Vielen Dank soll ich hier ausrichten. Es wurden einige Modellprojekte auf den Weg gebracht und weitere sind geplant. So wird derzeit an einem Tageshospiz, so wie es es in Österreich bereits gibt, gearbeitet, als Bindeglied zwischen ambulanter und vollstationärer Versorgung. Und wir haben gestern hier im Landtag über ein digitales Kurzzeitpflegeportal gesprochen. Und Digitalisierung ist ein Instrument, welches mal im Kleinen, mal im Größeren in allen Lebenslagen helfen kann. Und so hatte sich ein Stück weit auch aus der Not heraus entstanden, im März bis Mai die Idee einer digitalen Sterbebegleitung entwickelt. Frau Pauls hat es gerade auch schon erwähnt. Der Gedanke hierbei war natürlich, dass man Abschied nehmen möchte. Natürlich aber am besten von Angesicht zu Angesicht Abschied nehmen möchte. Aber was tut man, wenn die persönliche Nähe nicht möglich ist? Und wenn dann nur die Alternative ist, gar nicht Abschied zu nehmen, dann muss man andere Wege zu Rate ziehen und dann ist es im Zweifelsfall eine Videoschalte immer und ein Tablet immer noch deutlich besser, als es nicht zu können. So hochsensibel das Thema es ist und natürlich auch Diskussionen in den Einrichtungen dazu gegeben hat, ist es dennoch eher als positive Ergänzung zu sehen und so wurde das auch in den Hospizen auch eher angenommen. Es gab zahlreiche Spenden und Unterstützung dafür von Institutionen und Unternehmen. Von den 300 Tablets wurde gerade schon gesprochen, die Informatik, der CU Kiel hat daran gearbeitet, der Sparkassen-Giro-Verband hat nochmal 30.000 Euro in die Hand genommen und auch Private wie die Fahrtunternehmensgruppe haben Tablets und Geld dafür gespendet. Eine wirklich gute Sache, vielen Dank dafür. Und die Zeiten im Frühjahr, wo alle Einrichtungen für Besucher geschlossen waren, die waren wirklich besonders schwer. Und vom VPHSH kam die Rückmeldung, das sollte ich auch gerne nochmal erwähnen, dass aber die Absprache zwischen Landesregierung und den Hospizen sehr eng und auch sehr vertraut gewesen ist.
was auch dazu geführt hat, dass in Schleswig-Holstein deutlich früher wieder Besuch zugelassen wurde. Manche andere Bundesländer haben das deutlich länger gehabt, dass man dort die Angehörigen nicht besuchen konnte. Und, das sollte ich auch noch wiedergeben, es gab nach Wissen der Hospize keinerlei Corona-Fälle in den stationären Hospizen, weder bei den Bewohnern noch bei den Mitarbeitern noch bei den Angehörigen. Es hat also gut geklappt. Und ebenso konnte durch das landeseigene Pflegebonusprogramm dafür gesorgt werden, dass die SAPV-Teams auch eine Geldleistung erhalten können. Jetzt zum Schluss. Einen Menschen in den Tod zu begleiten, ist eine anspruchsvolle und schwierige Aufgabe, die Kraft kostet und jede Anerkennung verdient. Und daher möchte ich zum Abschluss denjenigen herzlich danken, die all dies möglich machen. Zum einen die Menschen, die in den Hospizen und in der Palliativmedizin natürlich arbeiten, hauptamtlich arbeiten. Es gilt aber natürlich auch für die über 2000 ehrenamtlich Tätigen, ohne die diese Arbeit so nicht möglich wäre. Dazu gehören natürlich auch die Familien, Freunde, Angehörige der Schwerstkranken. Sie alle helfen, ein Sterben in Würde zu ermöglichen, sei es zu Hause, sei es in der Palliativstation oder im Hospiz. Danke für Ihre Kraft, danke für Ihr Engagement, die Sie Tag für Tag hier für unsere Schleswig-Holsteiner erbringen. Vielen Dank.